Wie groß muss der Glauben an Christus sein, um gerettet zu werden? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Die Bibel differenziert in verschiedene Intensitäten des Glaubens. Da ist die Rede vom großen Glauben oder vom kleinen Glauben, vom Glauben, der so klein ist wie ein Senfkorn. Diese Intensitäten des Glaubens stehen jedoch nie in direkter Verbindung mit der Errettung, also mit dem rettenden Glauben. Der verlorene Mensch muss sein Vertrauen auf Jesus Christus setzen, muss an ihn glauben, im Glauben die Vergebung der Schuld annehmen, das ist der sogenannte rettende Glauben. Und dabei wird nie ein Ausmaß, eine Qualität oder eine Intensität genannt. Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob der Mensch einen großen oder kleinen Glauben hat in Bezug auf die Errettung, sondern es geht um das Objekt seines Vertrauens, also an wen er glaubt, auf wen oder was er sein Vertrauen setzt. Und das Entscheidende ist eben hier, dass er sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt und nicht auf jemand anderen oder auf etwas anderes. Deshalb ist auch Apostelgeschichte 8, Vers 37 in den anerkannten Manuskripten nicht enthalten. In Bezug auf die Errettung kennt die Bibel keine Intensität des Glaubens und Vertrauens. Des Weiteren ist das Vertrauen zur Errettung auch keine Leistung, denn der Mensch wird in allerletzter Konsequenz eben gerettet durch die Gnade Gottes und der Mensch hat Zugang zu dieser großen Gnade Gottes durch sein Vertrauen, sei es noch so klein. Ein Beispiel für den rettenden Glauben ist der Verbrecher am Kreuz, der noch am Kreuz Jesus Christus verspottet hat, aber dann zum Glauben kam, erkannt hat, dass der Jesus Christus der Retter ist und sein Vertrauen auf ihn gesetzt hat, sei das Vertrauen noch so klein. Vermutlich hat er ein kleines Vertrauen gehabt, so klein wie ein Senfkorn, aber das Objekt seines Vertrauens war das Richtige, nämlich die Person Jesu Christi. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um die Menge und die Qualität des Glaubens, sondern es geht, ob du glaubst oder ob du nicht glaubst. Das ist die entscheidende Frage. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen und Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.